to our channel. Hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke atas. Itu tingginya sekitar 360 meter. Jadi aku mau ngasih lihat kalian dari ketinggian sana dan bagaimana keindahan kota sini. Ikutin terus ya. Untuk naik ke atas kita harus beli tiket dulu karena kita mau naik kayak kereta gitu menuju ke atas. Nah, setelah 3-5 menit, akhirnya kita nyampe di atas juga. Akhirnya kita nyampe. Aku takut.
That's yeah. The front is also standing up. I was just thinking sitting down, but no. Jadi kita sekarang ini berada di atas 360 meter di atas permukaan laut. Lihat pemandangannya. Wow. That's where you wanted to go the other day. That's why we did not go the other day. Padahal di sini dingin sekali, tapi aku keringatan karena takut. Lihat pemandangannya dari atas. Wow. That is really wow. Itu jalan kalau kita mau jalan kaki yang kemarin aku mau kasih lihat ke kalian tapi aku nggak kuat jalannya. Tuh tingginya tuh sampai segini. Oh. Itu di sana kan ada kayak ada kota di sana tuh. Besok kita mau jalan-jalan ke sana naik boat. Oke, guys. Kita udah di atas, tapi kita harus naik ke atas lagi. Lihat. Kita harus naik ke atas lagi. Padahal kita udah berada di atas ketinggian 360 meter. Tapi kita harus naik ke atas lagi. Wah, lihat pemandangannya. Oh, indah sekali. Tapi sayangnya hari ini harus pakai payung hujan. Oke, ikutin perjalanan kita ya. Oh no. Nanti aku mau ngajak kalian ke sana. Ke sana. Kita naik dulu. Top of Hallstatt. Kita masih naik lagi 350 meter. Di tempat what name? Salt mine. Salt mine. Kalau biasanya garam itu dari air laut, tapi ini garamnya dari pegunungan. Nanti aku kasih tahu kalian. Akhirnya kita nyampe. Oh, di pertambangan garam. Nih, di atas gunung. Sebelum masuk kita harus pakai kayak ini. Yes. Christina stollen.
This part of the mine is 300 years old, but we are still an active mine, not just tourism in here. That means not touch any cables and try to go all the time between the rails. So now we're going to the next room. There we sit there, we're looking at a movie, but without popcorn and beer, sorry about that. Das hat damals begonnen mit Tierbeobachtungen. Die Tiere haben aber aus speziellen Quellen getrunken. Natürlich, da war Salz drin, die Tiere brauchen auch die Mineralien. Sind auch nicht typisch so ist wie wir. Später sind sie dann draufgekommen, wie Salz schmeckt eigentlich ganz schön gut. Und irgendwann hat man herausgefunden, dass man Fleisch besser lagern kann mit Hilfe des Salzes. Das heißt oft einböckeln, aber wir sind in der Altstadt einsuhlen natürlich. Now we're looking at a small presentation, what's happened here in the last 7,000 years. Now where is the clip is shorter, but I think it's a really lovely one. When you're interested, maybe you'll learn something from here. I tried to avoid that. It started for 7,000 years ago by people who looked wild animals. The wild animals drinking out from specially springs all the time. Of course, in the springs was salt in it. The animals need also the minerals. Later they find out the salt is super tasty in the end. And after that, they figured out that you can keep meat longer fresh with salt. This is to cure the meat, what we say here in Hallstatt, Einsuhren. Sind wir Inselbruch, Jana? Yeah, I know that, but now it's a movie, pictures, no language. Ma, sorry, I'm searching for your place. Follow me, okay? Du bist der Wirbe Dame. Seh mich die Zeit daheim. Bitte.
kita turun ke bawah lagi. I'm not sure how we going up later. Das Klima vor 250 Millionen Jahren war heiß und trocken, wie heute in der Wüste. In dieser Zeit beginnt die Entstehung der alpinen Salzlagerstätten. Regenwasser versickert und löst aus den Gesteinen Salze und andere Minerale. Über Bäche und Flüsse gelangen die Salze in das Meer. Das Meer wird zum Auffangbecken aller Salze. Dort hat sich im Laufe der Zeit ein Salzgehalt von etwa 3,5% angereichert. Am Beginn des Erdmittelalters sind alle heutigen Erdteile in einem Superkontinent vereint, Pangäa, und Anhydrit ablagert. Es folgen unruhige Zeiten. Vulkane brechen aus, Gesteinsmaterial rutscht in die Täler, Sandstürme wehen. Sedimente wie Ton, Sand oder Schluff lagern sich auf den Salzschichten ab. Im Laufe von tausenden Jahren erreicht dieses Salzgemenge eine Mächtigkeit von einigen hundert Metern. Das Klima bleibt tropisch warm. Im Meer entstehen Korallenriffe, die zu Kalkstöcken heranwachsen. Vom Süden her kollidiert die afrikanische Kontinentalplatte mit der eurasischen Platte und verschiebt Europa nach Norden. Und mit verschoben wird auch das Salz. Die Auffaltung der Alpen hat begonnen und die Gebirgsflanken der Berge werden steil und rissig. Die eingequetschten Salze werden überformt und durchknetet, bis sie schließlich dort abgelagert werden, wo wir sie heute abbauen. Durch das Gewicht der Kalkgebirge werden die weichen, plastischen Salzstöcke nach oben gedrückt, dicht ummantelt von einer schützenden Tonschicht. Ein Vorgang, der heute noch andauert. Haselgebirge wird dieses Salz-Ton-Anhydrit-Gemisch genannt. Forward to the edge, much easier to start for you, forward to the edge, same for you. You can start. Behind you. Take your phone away. It's not there. You sure? So take a seat. Sure. We're waiting for the signal. We have a signal in here. So you can start. Take a seat there, close before the edge. Get up, take a seat. Yeah, perfect. Get up, take a seat. You can start already. Perfect. Is this green? Up your feet, huh? Yeah. No, we have a seat right here. It's green and red light. It's not that. So now you can start. Und hier zurück, meine Dame, dann brauchst du deinen eigenen Urmilch drauf. One by one. No, no, so, two. Two, two. Das ist ja wie das Denken. Das ist jetzt erstanden.
Hello. So forward, my friend. Waiting here for the signal. You can start now. You can start already. It's more higher. You can start already. Wait. The next one, get up, take a seat. Take a seat. From the island, England. No, Denmark. Denmark, hey. Have fun. They say the laziest people on earth. No, 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 no. They're wrong. Maybe the richest one. No, oh, also no. Oh, okay. This is more high. Oh my god. So now we can start. Oh my god. Go. This is the last. Wow, is water or empty?
Stop kissing each other. Now we're going up. Oh, they have escalator. They have 9. So bitte, ich werde euch jetzt die zwei Abbaumethoden erklären. Der erste Abbau, der sogenannte trockene Abbau, leicht erklärt, macht man doch schon ein paar tausend Jahre, wird falsch. Aber ich gebe euch dann Bescheid. Wenn ihr Fragen bitte hinten nachher habt, bitte fragt es mich. Das gefällt mir dann immer recht. Mit der Hand in großen Brocken. Zerschlagen mit einem Fäustel und dann zerkleinert. Das Natursalz der Salinen Austria AG. Please turn around, maybe for someone very interesting party here. Was hier fließt, ist Sole. 4 Millionen Kubikmeter jährlich laugen die Salinen Austria aus ihren Salzbergwerken. Sole ist Salzwasser mit einer Sättigung von 30%. Das ist ungefähr 10-mal salziger als das Meerwasser. 40 Kilometer legt die Sole in Rohrleitungen zurück. In der Saline Edensee wird die Sole gereinigt und erhitzt. Das Wasser verdunstet und übrig bleibt weißes Salz. Aber wie wird die Sole aus dem Salzberg gewonnen? Hier, mitten im Bergwerk, wird zuerst ein Loch in die Tiefe gebohrt, senkrecht hinunter in das Salzgestein. Dann wird Süßwasser hineingeleitet. Das Wasser löst das Salz aus dem Gestein. Ein kleiner Hohlraum entsteht. Dieser Hohlraum wird nun permanent mit Wasser gefüllt und das Wasser laugt das Salz aus dem umliegenden Gestein. Nicht lösliche Stoffe wie Kalk oder Ton sinken zu Boden. Dadurch wird der Hohlraum immer größer und wandert langsam von unten nach oben. Im tiefsten Teil des Hohlraumes sammelt sich die Sole an. Durch Rohrleitungen wird die gesättigte Salzlösung nach oben gepumpt. Anschließend fließt die Sole durch die älteste Pipeline der Welt bis in die Saline nach Ebensee. In der Saline Ebensee wird die Sole zum weißen, rieseligen Speisesalz weiterverarbeitet. Winterliche Ruhe in Hallstatt. In Salzberg hingegen arbeitet ein Forscherteam des Naturhistorischen Museums Wien an einem Projekt, das sie schon viele Jahre in Bann hält. 3 Jahre sind vergangen, seitdem man die Stiege an der Originalfundstelle abgebaut hat. In der Zwischenzeit wird untersucht, analysiert und durchleuchtet. Es benötigt einen ganzen Monat Arbeit, dieses Holzbauwerk wieder zusammenzusetzen. Immerhin die älteste bekannte Holztreppe Europas. Ein Sensationsfund und der Beginn einer Spurensuche. Was kann uns diese Stiege erzählen
über die Zeit ihrer Entstehung von den Bergleuten, die auf ihr gegangen sind. Seit über 7000 Jahren suchen Menschen den Hallstätter Salzberg regelmäßig auf, denn hier ruht unter der Erde ein reiches Salzlager. Vor 4000 Jahren verändert ein neuer Werkstoff die Gesellschaft. Die Metalllegierung aus Kupfer und Zinn, Bronze genannt. Sie ist härter als alle bisher genutzten Metalle und Bronze leitet eine industrielle wie auch eine gesellschaftliche Revolution ein. Und es ist die Zeit, in der der Bergbau in Hallstatt einen Aufschwung erlebt. Unter Tage hat der Salzberg alle Spuren der Bronzezeit-Bergleute konserviert. Werkzeuge und Geräte aus Holz, Felle, Stoffe, Speisereste und Exkremente. Auch Seile aus gedrehtem Lindenbast haben die Zeit überdauert. Heidengebirge wird das Gemisch aus abgebrannten Leuchtspänen, weggeworfenen Arbeitsmaterialien und taubem Gestein genannt. Im Tiefspeicher des Naturhistorischen Museums betrachtet Hans Reschreiter den bronzezeitlichen Tragsack. 5 Stück davon sind bisher gefunden. Es ist bemerkenswert, dass es kein Holzobjekt aus dem bronzezeitlichen Bergwerk nach dem 11. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gibt. Das mögliche Szenario, ausgelöst durch starken Niederschlag, muss es zu einer gewaltigen Rutschung gekommen sein. Das Bergwerk wird von Erd- und Gesteinsmassen verschüttet. 2003 entdecken die Archäologinnen und Archäologen 100 Meter unter der Oberfläche im verschütteten bronzezeitlichen Bergwerk eine vollständig erhaltene Stiegenkonstruktion, 8 Meter lang und über 1 Meter breit. Die Bauweise macht diese Stiege zu etwas Einzigartigem. Aber nicht nur die Konstruktion ist einmalig, auch die Spuren, die wir auf der Stiege entdeckt haben. Die feinen Dreckschichten auf den Auftritten geben uns Auskunft, wann die Stiege benutzt wurde, wer so begangen ist und wie sie genau verwendet wurde. Aufgrund des hohen Bergdrucks an der Fundstelle wird der Entschluss gefasst, die Stiege abzubauen, sie gründlich zu untersuchen und danach in einer eigens errichteten Kammer im Bereich des Schaubergwerkes wieder aufzubauen. Wien, das Naturhistorische Museum. Eines der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Museen der Welt, aber auch ein Forschungszentrum auf den Gebieten der Erdbio- und Humanwissenschaften. Hierher wird die Stiege gebracht und von einer Mitarbeiterin des Ludwig-Boltzmann-Institutes dreidimensional gescannt, Teil für Teil. In Verbindung mit einem Laserscan des Stiegenbettes an der Fundstelle existiert nun ein räumliches Modell der Bronzezeitstiege. Die Textilfunde aus Hallstatt gehören zu den berühmtesten der Welt. Carina Krömer untersucht die Stofffragmente hinsichtlich ihrer Herstellungstechnik und auf Spuren ihrer Verwendung. In einem der Textilreste hat man auch Kleiderläuse gefunden und gemeinsam mit den technischen Daten und den Faseranalysen sagt uns das, dass dieses Stück wahrscheinlich als Kleidungsstück eines bronzezeitlichen Menschen verwendet worden ist. Im Labor für molekulare Systematik nimmt Barbara Deubel eine Probe aus einem bronzezeitlichen Handleder, eine Art Urform eines Handschuhs. Mittels einer DNA-Analyse wird genau festgestellt, von welchem Tier das prähistorische Lederstück stammt. Die bronzezeitlichen Bergleute haben auch Spuren der Außenwelt oder durch Abrieb auf der Treppe hinterlassen. Dan Topper untersucht noch so kleinste Fasern und kann diese mittels einer Elektronenstrahlmikrosonde mit enormer Vergrößerung bestimmen. Doris Pani-Kutscherer beschäftigt sich mit Indizien an den Knochen, die auf körperliche Arbeit schließt, der Udo und Eri über die Stiege. Ihre Namen sind fiktiv. Der 9-jährige Udo hat heute seinen großen Tag. Er wird zum Bergmann. Fictitious brother and sister, Udo and Eri. Use torches made of wooden fir chips to climb up the stairway. 9-year-old Udlo has his big day today. He becomes a miner. Die Bekleidung der beiden ist aus Flachs, Hanf und Wolle. Die Schuhe aus Leder. Their clothes are made of flax, hemp and wool. Their shoes of leather. Mit Picken bauen die Bergleute Salz ab. Sie schlagen mit ihren Werkzeugen Knieholzschäftungen mit Bronzespitzen, parallele Rillen und gewinnen kleinstückeliges Salz.
miners use their picks to extract salt and rock face. With their simple tools, special shafts with a bronze lace, they beat parallel grooves to extract salt. Die kleineren Kinder arbeiten als Leuchtspanhalter und Salzglauber. Eri leert ihren Fülltrog in einen Tragsack. Dieser kann bis zu 30 Kilogramm schwer sein. Smaller children work as torch holders and salt pickers. Eri empties her load into a sack she had to carry, which could easily weigh up to 66 pounds. Udos Arbeitsplatz ist bei den Holzleuten. Über die Stiege wird das Salz hochgetragen und in Wollsäcke im Bereich des Schachtes umgeleert. Mit einem linken Bastseil werden die Säcke an die Oberfläche gezogen. Udo works among joiners and carpenters. The salt is carried high along a staircase and emptied into wool sacks at the shaft. A rope is used to drag the sacks above ground. Udo hat sein Tagewerk getan. Seine Schwester beglückwünscht ihn. Udo has done his day's work. His sister congratulates him. So könnte es sich im bronzezeitlichen Bergbau abgespielt haben, bis vor 3000 Jahren eine Katastrophe geschieht. This mining scene could have taken place in the Bronze Age, until a catastrophe occurred 3000 years ago. Heute ist die originale Stiege aus der Bronzezeit wieder freigelegt und erzählt uns eine Geschichte der frühen Industrialisierung Europas. The original Bronze Age stairway can once more be seen today. It tells us about this early stage of Europe's industrialization. Tentur kita hari ini di pertambangan garamnya sudah selesai. Sekarang kita waktunya naik lagi ke atas. Kali ini kita naik kereta. It is cold!
Akhirnya kita nyampe di luar lagi. Nah, perjalanan kita di pertambangannya udah selesai. Sekarang waktunya kita ganti baju lagi dan kita jalan turun lagi. Ini kita udah turun dan janjiku tadi aku mau mengajak kalian ke tempat situ kan. Sekarang mari kita ke sana. Nah, ini kita harus melewati jembatan. No. Dan ini tinggi banget. Aduh, aku gak berani lihat ke bawah. Bas, don't push me. Oof, don't walking so quick. Rain. No. Rain. Sayang sekali hari ini pas hujan jadi semuanya tertutup awan. Jadi kita nggak bisa lihat pemandangan dari atas. Udah cukup puas melihat pemandangan dari atas. Sekarang kita mau turun lagi ya. Aku capek naik tangga, sekarang turunnya pakai lift aja. Oh, still much river. Still much river. Korean. Udah ada di dalam keretanya dan sekarang kita turun. Tebel banget, jadi kita nggak bisa ngeliat pemandangan dari luar. Aduh, sayang sekali. Thank you.
Ja, voll. Das ist überall ausgegangen. So, pass auf, ich glaube, es geht schon gleich bei unserer Seite auf. Achso. Oh mein Gott, it's so high. Dan akhirnya kita udah nyampe di bawah lagi. Shop. Yeah. But you aren't going that, master. Where is the ticket? I have in my pocket. Mine? In my pocket. Oh, oh, it's here? Yeah. Okay. Nah, sebelum keluar, di sini juga ada shop yang menyediakan souvenir dari sini. Okay, perjalanan kita hari ini udah selesai. See you next time.